Ich zeige, wie man ein statisches Ausdehnungsgefäß bei der Inbetriebnahme der Anlage auf den erforderlichen Vordruck einstellt. Unser Gefäß hat einen werkseitigen Vordruck von 1,5 bar. Die Anlagenhöhe beträgt 11 Meter, also die statische Höhe beträgt dann 1,1 bar. Der erforderliche Vordruck P0 errechnet sich aus dem statischen Druck 1,1 bar und dem Mindestzuschlag nach DIN EN 12828 von 0,2 bar. In unserem Beispiel also beträgt P0 1,1 plus 0,2 gleich 1,3 bar. Die Anlage ist noch nicht gefüllt, sodass ich den werkseitigen Vordruck direkt überprüfen kann. Dazu schließe ich mein Druckprüfgerät am Prüfventil an. Also die Schutzkappe am Prüfventil entfernen und mein Manometer anschließen. So, der vorhandene Vordruck ist zu hoch. Ich drücke jetzt auf die Druckablasstaste. Und reduziere damit den Vordruck auf die gewünschten 1,3 bar. Dann kann ich das Manometer wieder entfernen, die Schutzkappe aufschrauben und trage jetzt die Eckdaten in eine Kontrollkarte ein.